Ja, hallo liebe Leute, da bin ich wieder. Gut, nächster Teil. Es geht weiter im Text. Die Fragestellung war ja, wie kann ich am Anfang, Entschuldigung, wie kann ich am Anfang, wenn ich starte und das Spiel monetär spiele, am besten. Ja, erstmal Geld einnehmen. Das heißt, man beginnt mehr oder weniger hier mit, wenn wir uns das hier mal anschauen. Ich habe jetzt mal eine neue Karte aufgemacht. Ja, zum Beispiel 5 Millionen oder man kann 30 Millionen Kredit aufnehmen. Und dann, damit geht es also los. Ich starte ungerne 1850 mit den Kutschen. Das ist mir zu lahm, zu langweilig. Ab und dann mache ich es mal aus Spaß, weil es irgendwie auch ganz betulich ist, so beschaulich, ganz niedlich ist. Aber ansonsten, hier habe ich also 1930 jetzt mal begonnen, habe es schneller laufen lassen, 1936, da schon ein paar Fahrzeuge da sind, bevorzuge das, dass es also schon Schiffe, Eisenbahnen und keine Kutschen nur gibt. Das macht mir nicht so viel Spaß. So. Ich habe jetzt hier für den nächsten Teil, wie wir schnell erstmal zu Geld kommen. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass ihr, so wie ich das mache, ja, gerne Schönbau betreibt und ich bin also hier von den Finanzen nicht abhängig. Ich kann hier so viel Geld ausgeben, wie ich will. Das kann man einstellen im freien Spiel. Allerdings spiele ich es auch im Tycoon-Stil, also den Ehrgeiz habe ich schon, dass ich darauf achte, ob ich wirklich Gewinne abwerfe. Allerdings muss ich halt nicht so genau aufs Geld schauen. Wenn ihr aber ganz präzise spielen wollt, dann sind die Finanzen verdammt knapp. Und da wollen wir jetzt mal weiter ansetzen. Das ist hier eine Karte, die ich gerade erst mal zu Übungszwecken generiert habe. 10 Städte. Große Karte. Ihr könnt ja klein, mittel und groß wählen. Das ist jetzt mal wirklich eine große Karte. Es ist riesig, das Teil hier. Und die habe ich jetzt mal selber generiert. Also jetzt keine Mod-Karte genommen. Da gibt es ja auch ganz viele schöne, die man sich nehmen kann, wenn man die jetzt selber nicht generieren will. Aber hier für Schulungs- und Lehrzwecke ist die mal ganz gut. Ist nur, habe ich gesehen, der KI sind ein paar kleine Fehler unterlaufen beim Generieren der Industrien. Ja, also zum Beispiel, wo war das? Bei der großen Karte muss man dreimal hinschauen. Hier unten zum Beispiel sieht man das. Ja, da hat sie nebeneinander zweimal das gleiche gesetzt. Ja, Werkzeugfabrik und gleich nochmal eine Werkzeugfabrik. Könnte aber auch mein Fehler sein, weil ich noch ein paar mehr Fabriken, 40 Stück nochmal dazu genommen habe auf der großen Karte, weil es hier zu wenig war am Anfang. Aber auch angeklickt habe, dass oder Häkchen dran gesetzt habe, dass die bestehenden Fabriken erhalten werden sollen. Könnte auch dadurch passiert sein, dass es sich dadurch mal verdoppelt hat. Das ist hier öfters der Fall, dass hier mal die gleichen Fabriken fast sogar nebeneinander liegen. Hier oben war auch sowas. Hier gab es irgendwie zweimal die Treibstoffverarbeitung. Ist jetzt egal. So, gut. Also, wie fangen wir am besten an? Ich habe mir mal hier in der Mitte die größte Stadt rausgesucht. Da geht er ja hier unten rechts auf den Button und könnt euch hier die ganzen Städte anschauen. In diesem Fall habe ich 10 generiert, damit es nicht so langweilig ist. Ich würde euch empfehlen, am Anfang macht eine kleine Karte und 3 oder 4 Städte, das reicht völlig aus. Aber ich mache jetzt hier lieber mehr bei mir, weil es sonst so langweilig wird. So, das sind alles noch ganz kleine Städtchen, weil es ja 1850 losging. Ich habe es dann eben nochmal auf 1830 verändert und mittlerweile haben wir 1930 und jetzt haben wir 1936 mittlerweile. Da fahren schon echte, richtige Autos rum. Das finde ich dann schon angenehmer. So, ich habe mir hier die größte Stadt rausgesucht, die hat mittlerweile 211 Einwohner. Das ist also die, die ich hier schon markiert habe. Ihr seht, die, wenn ich
wenn ich hier den Bahnhof anklicke, ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet, ja. Dann seht ihr das Einzugsgebiet des Bahnhofs. Ja, das färbt sich dann so ein. Und das ist auch eine gute Sache, um auf so riesigen Karten überhaupt was wiederzufinden. Und dann habe ich noch zwei andere kleine Späßchen eingebaut, um jetzt hier schnell fündig zu werden und dass ich nicht lange suchen muss. Ich habe zwei Leuchttürme installiert. Ich mache mal die Pause hier kurz weg, dann sieht man die. So, die mache ich natürlich nachher wieder weg. Die habe ich zur Orientierung, damit ich überhaupt weiß auf der riesigen Karte, wo sind wir hier gerade und was wollen wir jetzt hier gerade machen. Also, einen schönen Leuchtturm in die Mitte gesetzt, der also auch zusätzlich mit Scheinwerferkegel ist, weil es geht genau um die beiden Städte. Petersberg, noch ganz klein, 84 Einwohner. Und dann die größte Stadt, das ist hier Waldhärschen mit, wie viel haben die? 219 Einwohner. Also ganz klein gegen ganz groß. Damit beginnen wir einfach mal. Und ich habe hier schon mal einen Bahnhof vorinstalliert. Da müsst ihr schnell sein, weil den Bahnhof solltet ihr in die Stadt hineinsetzen. Am Anfang habe ich auch den Fehler gemacht und habe den dann, weil der hier Platz war, den hier außen hingesetzt oder da irgendwo. Dann müsst ihr hier viele Stationen später installieren, um überhaupt die Menschen zu erreichen. Besser ist es, solange noch Platz ist am Anfang, setzt den Bahnhof rein. Ich habe sogar zwei Häuser geopfert. Kostet ein bisschen Geld, aber dies waren nur so eine kleinen Häuschen hier, so eine Mini-Häuschen, die dann nur so 25.000 kosten. Die habe ich schnell gesprengt, um hier meinen Bahnhof installieren zu können. Und dann geht es schon los. Dann baute sich hier schon das nächste Grundstück auf. Ja, den musste ich auch sofort vernichten, bevor der anfängt, da seinen Garten und alles hinzusetzen. Also ihr müsst fix sein, nehmt die Pause-Funktion. Ich mache mal jetzt auch wieder Pause, damit mir hier nichts Unliebsames dazwischen funkt. Deswegen habe ich das jetzt schon mal vorbereitet. Also ich habe jetzt schon mal einen Kopfbahnhof hier reingesetzt, den ich sehr mag. Very British. Habe lange in England gelebt und in Scotland und Cornwall. Ich liebe das. Das ist also der britische Bahnhof als Mod. Wenn es interessiert, bei den Kommentaren, Anfragen, dann schicke ich euch oder setze euch den Link rein. Hier habe ich auch mal schon ein bisschen Schönbau gemacht, nicht? Ich setze hier immer, damit sich hier nicht ein Häuschen hinbaut. Beim schnellen Wachstum der Städte bauen die hier alles links und rechts voll. Und deswegen habe ich hier ein paar Marktstände installiert und schon mal eine alte Lok setze ich immer als Museumslok da rein mit ein paar Schildern und mit ein paar Banken und so weiter, damit mir die Ecke hier nicht zugebaut wird. Hatte ich auch nämlich schon gleich ein Häuschen hingesetzt, das ich wegmachen musste. So, dann die Seiteneingänge installiert, dass der Bahnhof von allen Seiten gut begehbar ist, damit ihr möglichst viele Passagiere bekommt. Und ich habe hier sogar noch, damit das nicht auch zugebaut wird, habe mir sogar noch hier einen Nebeneingang geschaffen, dass die Leute also hier von zwei Seiten den Bahnhof locker betreten können. Und habe hier sofort das Depot hingesetzt, das Straßendepot. Damit wollen wir beginnen, die schnellste Art und Weise Geld zu verdienen, weil ihr ja nur ganz wenig Kredit habt. Also mit Eisenbahn bauen und Schienen bauen, was ich hier gemacht habe, das könnt ihr erstmal vergessen. So ein Bahnhof, der kostet richtig Geld, und die Schienen und alles. Also selbst bis da hinten hin. Deswegen habe ich das jetzt hier auch mal ausgewählt. Also nehmt am Anfang jetzt nicht, versucht nicht zwei Städte hier, zum Beispiel hier das Zillbeck mit einem Schiff oder sonst was mit Ensdorf zu verbinden oder so. Ja? Dann seid ihr gleich pleite. Also sucht euch auf der Karte, steht daraus, ja, das nächste, was wir hier bearbeiten können auf der großen Karte, sind die beiden. Die liegen wunderbar. Dann könnt ihr schnell Geld generieren. Trebischau heißt das hier und wie heißt das hier? Und Möckern. Ja. Da könnt ihr ganz schnell eine Eisenbahnstrecke,
eine Dampflok mit einem Waggon erstmal und das Schienennetz ist bezahlbar. Ihr könnt auch erstmal mit dem Bus anfangen und die Stadt verbinden und Geld verdienen, wenn er das also monetär betreibt, das Spiel. So, ich habe mir also die größte Stadt genommen, ähnlich eine Nachbarstadt, die schnell zu erreichen ist. Ich habe hier, diese Straßen waren schon da, die einfachen Landstraßen. Ich habe jetzt nur die Verbindung geschaffen, von hier oben das Stückchen, den Anschluss hier ran gemacht an die Straße, damit wir hier die erste Buslinie einrichten können, weil die Eisenbahn kommt dann später. Ich würde es natürlich jetzt gleich machen, die Eisenbahn, aber wir wollen es ja jetzt, hier gibt es übrigens auch so eine Tipps, die dann aufschlagen, mit so ein Pop-up-Menüs für euch, wenn das ist ja hier für Einsteiger gedacht, Anfänger und Einsteiger als Tutorial. Da könnt ihr euch hier immer schön helfen lassen. So, dann, ja, also da wir mit Schienen und Bahnhof und Loks, das könnt ihr euch da mit den 3, 5 Millionen oder auch 30 Millionen, die ganz schnell ausgegeben, könnt ihr euch gar nicht leisten. Also fangt mit einer Buslinie an, eben. Am Anfang wäre es sonst eine mühselige Kutschenlinie dahin. Könnt ihr auch lange warten, bis er Geld verdient. Also hier können wir wenigstens schon motorbetriebenes Fahrzeug hinschicken. Dazu müssen wir ein Depot installieren. Das habe ich also hier schon vorinstalliert. So, ich mache mal hier Fahrzeugmanager. Ich mache das mal hier kurz nochmal alles zu. So, Fahrzeugmanager, Fahrzeuge kaufen. So, dann nehmen wir irgendwas Preiswertes. Also wie schon gesagt, ihr könntet jetzt mit Kutschen anfangen, das will ich aber nicht. Wir haben jetzt schon 1936, also da wollen wir schon was Motorbetriebenes nehmen. Wir lassen die Kutschen mal weg. Könnt ihr höchstens machen, wenn ihr kein Geld mehr habt, dann müsst ihr die halt einsetzen, weil die preiswert sind. Wir nehmen mal hier diesen, weil der ist unheimlich ideal. Ja, das ist einer der frühen russischen Stadtbusse. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Mod habe, ob das eine Mod ist oder ob das immer drin ist. Und ob die, ich habe auch eine Mod drin, die die Kapazitäten vergrößert. Also ich weiß nicht, müsste ich nochmal nachgucken, ob das eine Mod ist. Der Gaggenau C40. Und in das, wenn er drin sein sollte, dann hätte der vielleicht nur die Hälfte, 15 oder 16 Sitzplätze. Der hat jetzt hier 31, das ist natürlich ideal. So, den kaufen wir sicherheitshalber erstmal nur einmal und klicken ihn schon mal an. Aber damit wir ihn auf die Reise schicken können, müssen wir hier unten links natürlich für ihn einen Fahrplan entwickeln. Das heißt also, wir werden unsere erste Linie hier auf der Karte, entschuldigt, ich muss mal einen Schluck trinken. So, ja, das ist unsere erste neue Linie. Ja, lassen wir sie ruhig mal rot. Ihr könnt sie also hier unten rechts nach Farbe auch beliebig verändern. Ja, grün, blau, sonst was. Also, aber wir lassen mal ruhig die als erste in rot, wenn man es gut sehen kann. So, und jetzt, achso, mein Gott, ich muss natürlich erst die Haltestellen schaffen. Dazu gehen wir in den Straßenbutton hier unten, machen Gebäude an und sagen ihm Passagiere. Wir wollen jetzt unsere erste kleine Buslinie in der Stadt machen, damit die Leute zum Bahnhof gebracht werden. Weil als nächstes wollen wir unseren ersten Zug nehmen. Hier seht ihr übrigens auch schon gleich später, wer was benötigt. Aber das kommt viel, viel später dran. Ja, also hier die Industrieabteilung, die braucht Waren in der Stadt. Und hier die Wohngebiete und die Geschäftsgebiete, die brauchen, ja, das sind Waren, sehr schwer zu erzeugen, ist die schwerste Art. Das hier ist, gehört zu den leichten, das sind Baumaterialien, die man im Steinbruch ganz einfach erzeugen kann. Das machen wir in der nächsten Folge oder vielleicht schaffen wir es heute noch,
weil da könnt ihr ganz schnell Geld generieren. So, also wir nehmen uns hier eine Tramhaltestelle. Ich habe hier auch so eine Südsee-Trams. Wir nehmen mal hier die ganz normale Bus-Tram. Und da die Stadt eigentlich schon durch die ideale Position des Bahnhofs abgedeckt ist, brauchen wir gar nicht viel Bushaltestellen machen. Ich glaube, die war nur, wir gucken uns das noch mal kurz an. Ja, hier hinten, glaube ich, fehlten ein paar Häuschen. Also wir fahren einfach nur einmal, ja, in so einem Schneckenstil, drehen wir uns hier einmal rein. Das reicht völlig aus, um genug Leute zum Bahnhof zu bringen. So, also Wartehäuschen nehmen und dann fahren wir hier einmal. Ich baue auch nicht mehr auf beiden Seiten, sondern ich fahre hier so ein, wie schon gesagt, so eine Schnecke ab und setz. Wir setzen mal wirklich nur wenig Haltestellen. Also der fährt soll einmal so fahren, dann soll er hier wieder zurückfahren und die Leute hier hinten mitnehmen. So, und dann soll er nur noch mal hier hinfahren. Weil eigentlich haben wir das nämlich alles schon wunderbar abgedeckt. So, und dann soll er genau vorm Bahnhof, vom Hauptbahnhof halten. Ihr seht es hier auch an diesen grünen Linien. So, dass die Leute hier genau reingehen können. Oder ein bisschen seitlich versetzt, dass der Haupteingang nicht ganz so zugestellt ist. Ja, machen wir so. Wir können es ja auch noch alles ändern. Ne? So, es reicht schon. Und jetzt gehen wir zurück zu unserem Depot im Fahrzeug. Da haben wir unser Auto. Wir haben es schon angeklickt. Und jetzt gehen wir auf das Pfeil da drüber. Bisher, da könnt ihr noch nicht durcheinander kommen, haben wir nur eine Linie, nämlich die rote Linie Nummer 1. Die klicken wir an. Und, na, habe ich es überhört? Müsste eigentlich Kling machen. Wir machen mal die Pause jetzt weg und dann müsste eigentlich der rausgefahren kommen oder ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Nanu, habe ich irgendwas falsch gemacht? Straßenfeger-Depot. Ach, natürlich, so ein Blöd. Nee, Moment, ich muss mir die Linie noch mal anschauen. Unsere Buslinie, ob da ein Fehler drin ist. Nichts wartend. Ist natürlich Schwachsinn, wenn ich die nicht miteinander verbinde. Ja, das ist natürlich totaler Blödsinn. So, da soll er lang fahren. Dann soll er zur Feldstraße, dann zum Wichenweg und dann zum Hauptbahnhof. So, dann haben wir hier so eine Rundtour einmal durch die kleine Stadt. Das reicht völlig aus. Das da hinten ist alles vom Bahnhof selber abgedeckt. Eigentlich ist sowieso 2/3 der Stadt vom Bahnhof abgedeckt. Aber damit können wir wunderbar erstmal Geld, das erste Geld verdienen. So, jetzt können wir es machen. Jetzt gehen wir hier in unser Depot rein und na, wo ist denn? Wo ist er denn, der Wagen? Da haben wir einen. Linie 1. So, ist er schon raus oder kommt er? Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, dass er schon los ist. Mit meinem Leuchtturm, das ist wirklich witzig. Ja. Den mache ich bald jetzt wieder weg. Das ist nur für mich als Orientierung wichtig. So, okay, dann wollen wir mal schauen, wo er ist.
So, Linie 1 läuft alles bestens. Er ist schon fleißig am Fahren. So, wir fahren mal kurz mit. Da stehen schon die ersten Leute. Na wunderbar, das fängt ja schon gut an. Das geht doch schon gut los. Und ihr seht, da ist also wirklich eine Menge Platz in dem diesem russischen Teil. Also wirklich wunderbar. Ich mach mal den lauten Dieselmotor jetzt ein bisschen leiser. So, ja, hat er schon seine ersten vier Gäste. Noch ist er bei 2678 Betriebskosten, das wird er aber sehen. Jetzt sind schon 10 eingestiegen. Der hat eine Kapazität von 31. Die Leute lieben dieses Auto, kann ich euch nur sagen. Wenn die da oben sitzen, also es würde mir auch Spaß machen, mit dem Auto durch die Großstadt als Bus zu kutschieren. Ihr werdet sehen, ein paar Leute aus- und einsteigen und ihr seid schon im Plus und verdient euer erstes Geld. So, bums, schon seid ihr im blauen Bereich, das heißt, ihr verdient. Ihr habt schon den ersten Gewinn gemacht. Das könnt ihr euch hier unten auf dem Routenmanager angucken. Unten in der Leiste, wenn ihr das anklickt, seht ihr unsere erste Linie 1. Die könnt ihr natürlich jetzt auch nennen, die könnt ihr auch anklicken und dem irgendeinen Namen geben. Mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Also nur bei ganz wichtigen Sachen, wo ich dann die Orientierung nicht mehr drüber, aber ansonsten, ach, lasse ich das. Ist ja nur ein oder ihr tippt halt gerne. So, und ja, da sehen wir schon, die hat eine Haltestellenfrequenz von 3 Minuten, das ist super. Hier seht ihr, wie die Leute aus- und einsteigen. Und ihr seht, der macht schon seine ersten 3000. Ah, Autosave. Der macht seine ersten. Das Autosave könnt ihr übrigens bei Einstellung, ja, auch während des Spiels verändern. Alle 10, alle 15, alle 30 Minuten oder einmal in einer Stunde. So wie er das haben wollte. So. Ja, das ist natürlich hier blöd, was der jetzt hier gerade macht. Ja, also da muss man sich überlegen, ob man so eine sinnlose Straße nicht wegmacht. Man könnte also hier, also die mache ich jetzt weg. Die bauen sich sowieso nach. Hier seht ihr, wie sich gerade ein Haus baut. Da ist gerade ein Haus erstanden. Und da müsst ihr halt aufpassen, dass das nicht nur gerade an eurem Bahnhof oder auf eurem Bahnhof passiert. So, wenn ich nämlich hier zu dicht rangehe, also die Straße, die kann ich zum Beispiel nicht wegmachen. Dann kann ich mal eben 150.000 Dollar ausgeben, weil ich das Haus mit entferne. Aber die Straße kann ich wegmachen, da hängt kein Haus, Gott sei Dank, dran. Weil sonst, seht ihr ja, fährt er einen unheimlichen Umweg. Der fährt dann in die Straße rein, rauf und runter. Und das wollen wir ja nicht. So, wenn wir den hier aus dem Auge verloren haben, dann klickt da einfach eine Haltestelle an und klickt die Route an. Na, hier muss man aufpassen, weil hier ist mein Aufnahmebutton von der Xbox. Das. So. So, dann seht ihr ihn hier wieder, wo er ist. Und ihr könnt auch die Linie anklicken. Dann seht ihr hier, wie die Linie läuft in der Stadt. Nicht? Jetzt fährt er diesen Umweg nicht mehr. Macht die Straßen weg, die er nicht braucht. Die wachsen sowieso von alleine raus im Laufe der Zeit. So. Ja, und damit habt ihr euer erstes Geld verdient. Jetzt hat er hier schon 10.064 Dollar verdient. Dieses eine kleine Fahrzeug, was hier Stadttaxe spielt. So. Okay, das ist also unsere Linie 1 gewesen. Wunderbar. Und somit könnt ihr euer erstes Geld verdienen. So, das war Leuchtturm Nummer 1. In der nächsten Folge werden wir dann, was ihr am Anfang, wie gesagt, euch, wenn er also mit Kredit spielt,
dann seid ihr sonst pleite, hier eine Bahnstrecke zu ziehen und zwei Bahnhöfe zu bauen und dann noch einen Lok mit Waggons zu kaufen, da müsst ihr erstmal mit irgendwas Geld verdienen. Also zum Beispiel, indem ihr einfach so eine Stadtbuslinie anlegt. Als nächstes könnt ihr auch eine Überlandlinie machen, von mir aus mit dem gleichen Teil, was also von Waltaschen nach Petersberg fährt. Das ist auch sehr beliebt, die Leute verreisen gerne. Ja, die ersten zwei Mal fährt ihr vielleicht, meistens fährt ihr nur einmal hin und her und dann sind die Haltestellen schon überlastet, weil die Leute sind ganz wild danach zu verreisen. Jetzt haben die ja noch keine Ziele, wenn wir uns das hier angucken. Bei Ziele, ja, hier, ich nenne die mal jetzt schon die Hauptstadt mit 219, die größte Stadt. Alles noch auf Null, ne? Die haben also Linienbenutzung, haben sie nichts, außer momentan 10% eben unsere Innenstadtbuslinie. So, das heißt also, wir haben hier oben schon einen Gewinn von 20% dadurch. Also die Stadt, weil wir hier schon Emissionswerte haben, von minus 20 durch die Autos. Immerhin fahren hier 281 Autos schon spazieren. Ich muss nochmal auf die andere Tabelle gucken, ob das stimmt. Autos, Fahrzeuge, Waltaschen, ja, Tatsache, ja. 281, also schon die meisten Autos natürlich auch in der größten Stadt. Das erzeugt schlechte Luft, Emissionen. Das könnt ihr, wenn ihr hier oben die Buttons anklickt, könnt ihr das hier, den zweiten von unten, Emissionen, das ist auch KPET 9, anklicken und da seht ihr schon, da haben wir schon durch den Autoverkehr die ersten Emissionen und auch durch den Straßenverkehr. Da ich die Straße ja geschlossen habe, können die jetzt mit ihren Privatautos schon von A nach B fahren. Und das erzeugt schon durch die Abgase und gerade dieser alten Fahrzeuge hier, 1937 haben wir es jetzt, Anfang 1937, das erzeugt schon diese schlechte Emission, schlägt sich hier in minus 20 Wachstum nieder, können wir jetzt ausgleichen. Der Autoverkehr, eben ihre Mobilität, bringt plus 20, das wäre dann auf 0, gleicht sich aus und jetzt durch unsere Buslinie kommt plus 20% dazu. Das heißt, wir haben jetzt ein Wachstum von 20% auf 178, das waren die Starteinwohner. Die wachsen jetzt um 20% auf 213. Und es sind sogar schon ein paar mehr, es sind in Wirklichkeit 219 geworden. Das liegt einfach daran, dass das ist ja nur der rein mathematische Wert und haben sich eben jetzt schon ein paar mehr niedergelassen. Ein paar mehr Menschen sind hier zugezogen oder geboren worden, wie auch immer. Die Stadt wächst halt und das geht hier ganz flink, seht ihr gerade. Ne? Diagramm, seht ihr das? Die Kurve geht langsam an, weil ich mache ja noch nicht viel. Das würde dann steil in die Höhe schießen, in dem Moment, wo ich hier irgendwelches Gewerbe, Eisenbahnlinie einrichte. Oder eben jetzt als nächstes dann, wenn hier die Buslinie eingerichtet wird, in den nächsten Ort, dass die sich erstmal gegenseitig besuchen und die gehen dann da auch arbeiten. Die fahren dann da zur Arbeit, was euer Vorteil ist, da die Leute regelmäßig dann mit den Linien fahren und zum Teil ihre Autos stehen lassen, was sehr gut ist, weil später bekommt ihr die riesen Stauprobleme mit den Autos, die man dann lösen muss. Zum Teil kommt ihr mit euren Bussen überhaupt nicht mehr durch die Stadt durch. Habt also echte Probleme. Also ihr müsst rechtzeitig anfangen, die Stauzonen im Auge zu behalten. Und das werden wir uns dann später mal anschauen, wie man das macht. Da gibt es ein paar gute Tricks, wie man das lösen kann. Weil das ist ein großes, großes Problem mit dem Autoverkehr. So, also das zu den Emissionen, die muss man schon rechtzeitig im Blick behalten, weil wir sehen hier, habe ich jetzt Pause oder nee, es läuft das Spiel. Ach, ich habe nur so leise gedreht. Wegen dem Lärm von dem Dieselmotor. So,